Hey Leute, ich bin die Kampforange und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Galaxy. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte das die vierte Folge sein. Ja, heute mal wieder mit dem lieben Let Zombie zusammen. Heute machen wir eine kleine Hausbaufolge. Also er baut bei sich einfach nur so, ja, er baut sein Haus. Ich baue mein Haus, also er nimmt nicht auf, aber das stört mich jetzt auch nicht. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich denke mal hier Max, der Forscher hinten dort bei seinem kleinen Komet. Hallo? Ich hätte auch einfach mit dir leben können. Ja, hier war gerade eine Spinne, die saß friedlich da, aber die wollte unbedingt angreifen, also habe ich sie töten müssen. Ja, Max wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen mit seinem Lava-Bohrer, was auch immer, aber ich habe was vorbereitet. Und zwar, wir können uns jetzt ein Solarpanel craften. Mit diesem Crafting-Rezept können wir uns 3 von diesen Solarpanelen craften. Dann können wir uns hier mit 3 Gold, 2 Enriched Alloys und 4 Redstone ein Energy-Tablet bauen, das können wir hier reinpacken und so. Und weil ich der King bin im Craften, funktioniert das auch beim First Try, ein Solargenerator. Das heißt, tagsüber haben wir Strom. Produziert jetzt. Jawohl. Und gibt's jetzt irgendwie so ein Energy-Storage oder so? Ja, gibt's auch, aber ja, eigentlich, also da wäre es auch erstmal gut, sich den Wind-Generator zu bauen, weil der eben auch in der Nacht generiert. Oh. Und ich glaube, der ist auch günstiger als eine Energy Cell. Also, ja. Dann würde ich, glaube ich, jetzt. Erstmal einen Grundbedarf an Ressourcen durchheizen durch meine Anlage. Ich habe eine Höhle gefunden, ne? Weil für mehr reicht's nicht. Ja, ich habe schon einiges an Ressourcen gefarmt, also. Mir fehlt immer noch Eisen, aber jetzt habe ich wenigstens Osmium für meinen Heat Generator. Für Osmium kannst du. Also, aus Osmium kannst du auf jeden Fall ein Schwert bauen. Das macht 8 Attack Damage ist besser als ein Diamantschwert. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, warte mal, Diamantschwert macht 7 Attack Damage bei 1,6 Geschwindigkeit und Osmium macht 8 bei 1,6. Also ist gleich schnell und macht halt einen Schaden mehr. Also Osmium ist echt gut. Du musst nur aufpassen, wenn du Vein Miner benutzt, dann mach dir keine Spitzhacke aus Osmium, auch wenn die sehr gut ist. Die kann, also warum auch immer, der Mod Mechanism Tools kann kein Vein Miner. Also die Spitzhacken können es nicht. Da musst du dann halt Eisen nehmen oder Stein, Quarz. Zinn, Diamant, was es halt so gibt. Zertus Quarz. Ziel. Ich weiß nicht, was ich noch durchschmelzen sollte. Also fürs ganze Zeug brauche ich eigentlich nicht mehr als Gold, Eisen, Osmium und Redstone. Das heißt, das erste wäre dann noch ein Wind Generator. Ich muss meine FOV hochstellen, sonst kriege ich hier einen Anfall. Mm-hmm. Oh, ah nee, da ist meine Spitzhacke, okay. Komm, wir nehmen einfach gleich einen ganzen Stack. Aber während das Ganze durch pulverized. Mist. Oh, ich bin so dämlich. Kümmern wir uns darum, die Kuppel zu bauen. Dafür würde ich einen Trick anwenden. Oh, meine Holz. Lenny, wenn du Holz brauchst, dann zögere. Ich hab einen Creeper in mir. Warte, was? Lenny, wenn du Holz brauchst. Willst du mal ganz kurz herkommen, bitte? Ich bin unten in der Höhle, das ist etwas ungünstig. Das stimmt. Ja, wenn du Zeit hast, dann komm einfach her, dann zeige ich dir was. Das ist die Frage, wo bauen wir... Und noch mehr Zinn. Warum haben wir eigentlich 3 Arten Zinn im Spiel? Weiß ich nicht. Egal. Weil drei Arten sind besser als eine. Ich würde sagen, das ist dann die Mitte. Hier so, oder? Würde ich sagen. Hab ich... Oh, ich hab fast... Oh, ja, das ist kacke. Ich werd jetzt... So würde ich sagen. Never fucking mind then. Doch, hier ist Eisen. Gimme some. Nice, 3. Das reicht so. Wie bauen wir jetzt die Kuppel? Wir gehen von diesem Mittelpunkt aus. 1, 2... Warum sehe ich die Hitboxes hier nicht mehr? Was ist das hier? K-Fruit. Ah, okay. Ach. Och, nee. Also wir machen 8 Blöcke. Ach, doppel, nee. Ich bin gefangen. Oh, wobei ist ganz schön groß. Muss ich das mit der Hand aufmachen? 8 Blöcke und dann, das heißt wir machen 6 Blöcke. Und Blöcke und dann. Och. Naja, gut. Ich habe einen Stein mit der Hand zerstört. Mein Leben hat einen Sinn. Ich komme übrigens gerade wieder hoch, also. Ja. So, ich. Ein Osmium in die Mitte. Und dann machen wir uns noch
ein Odin Schwert. Ja, Lenny, was das Holz angeht, komm mal einfach zu mir. Ich kann dir ein bisschen was geben, wenn du ein bisschen... Ich mach nur noch gerade mein Schwert. Holznot hast. Ich brauche hier ein offenes Schwert. So, yes, komm mal. Ich könnte hier eigentlich mal eine Öffnung reinmachen. Hier, hallo. Ja, komm mal mit. Ja, nee, bleibt erstmal so. Guck mal ruhig in die Truhe hier rein. Oh mein. Jesus. Ja, nimm dir ruhig ein, zwei Steaks mit oder so. Ich wollte gerade sagen, meinetwegen. Nimm ich mir mal was, ohne dass du... Aber danke sehr. Aber reicht? Ja doch, ich glaube, das reicht. Das dürfte... Wieder zurück in Chunkos. So, und was haben wir hier? Ah, yes. Was habe ich falsch gebaut? Bist du nicht der King im Craften? Anscheinend nicht. Planks, Furnace, Copper, Eisen, Osmium. Oh Mann, es ist so nervig unter Wasser, aber es ist so cool. Aua. Ich glaube nicht, dass das Glas reicht, was ich hier habe, aber naja. Ich kann mir echt vorstellen, dass das eine richtig coole Basis werden kann, so. Okay, damit werden wir hier. Ja, und sowas könnte man halt auch so schön in einem Livestream machen. Es ist. Oh, ich brauche mehr Sand. Das würde ich dann, glaube ich, auch einfach mal rauscutten. Ich muss gleich gehen, ne? Ja. Ja, ich baue einfach noch ein bisschen alleine weiter. Ja, aber ich habe noch eine Fackel. Ah, mein Retter. So Leute, da sind wir erstmal alleine. Ich würde sagen, ich baue noch ganz kurz ein bisschen Sand ab und kümmere mich dann um den Rest der. Also ich rede jetzt einfach noch ein bisschen und kümmere mich dann einfach um die Kuppel alleine, also offscreen, damit das nicht alles nicht zu lange dauert. Ich bereite alles vor, damit wir das Windrad bauen können und dann schauen wir auch mal in der nächsten Folge bei Max vorbei, was der für uns so zu bieten hat jetzt. Ja, ich fand es auf jeden Fall jetzt schön, dass Lenny mal wieder mit mir aufnehmen konnte. Ja, es ist halt schade, er muss ja auch jetzt schon wieder weg, weil, was weiß ich, gut, jetzt will er noch was mit irgendwelchen anderen Leuten was machen. Die irgendwie aus Amerika sind und halt, ja, deshalb, also es ist jetzt gerade 21 Uhr, ja genau, Punkt 21 Uhr. Und die können halt früher nicht online kommen, ist ja klar irgendwie, weil, naja, Amerika, Zeitverschiebung und alles. Ja, und irgendwann am Abend wird dann halt auch wieder der Stecker vom Router gezogen. Ja, weiß ich nicht, es ist halt, manche Familien sind kompliziert und die Verhältnisse muss man nicht unbedingt verstehen. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir mal wieder aufnehmen konnten. Ich hoffe, das wird auch in den nächsten Folgen noch so bleiben, dass wir hier zusammen unterwegs sind. Ja, also auf jeden Fall mal sehen. Ich denke, das dürfte schon werden. Und guckt auf jeden Fall auch bei meinen Tutorials noch vorbei. Da habe ich die einen oder anderen, da sind sicherlich auch ein paar interessante für euch dabei. Müsst ihr halt einfach mal gucken. Lasst dem Video auf jeden Fall eine Bewertung da, abonniert den Kanal, wenn ihr keinen Minecraft Galaxy mehr verpassen wollt und mich auch unterstützen wollt, mich vielleicht auch irgendwie so vom Charakter her mögt, dann unterstützt mich damit gerne, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wir gehen jetzt noch nach Hause und schmelzen den Sand und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst eine Bewertung da, abonniert den Kanal, was ich jetzt gerade schon erwähnt hatte. Schaut beim nächsten Mal bitte auch vorbei und guckt jetzt am Ende in der Endcard euch gerne auch ein paar Links an, die ich euch dort gegeben habe. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr viel Freude bereiten, so wenn ich wüsste, dass ich ein paar Leute inspiriert habe, dort vorbeizuschauen.
Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal Minecraft Galaxy wieder mit dem Lenny hoffentlich. Dann haut rein und ciao.